Hallo? Sind wir schon auf Sendung? Ja. Willkommen zum heutigen Livestream aus dem Panda-Theater in Berlin. Willkommen zu Hause oder wo immer ihr seid, am Computer oder auf dem Handy, am Handy und so weiter. Die Band ist schon auf der Bühne, stelle ich gleich vor. Zuerst, mittwochs gibt es immer diesen Livestream, heute zum vorletzten Mal und vor der Sommerpause. Und erstens noch vielen Dank ans Panda-Theater, dass sie die Technik übernimmt und alles. Und wenn ihr diese Konzertreihe und die Musiker unterstützen möchtet, könnt ihr sehr gerne Spenden oder sogenannte virtuelle Eintrittskarten kaufen von 0 bis 1 Million Euro. Die Angaben sind eingeblendet. Und jetzt stelle ich die Band vor, ein sehr interessantes Duo heute. Am Schlagzeug Kai Lübke, an der Gitarre und auch am Klavier John Schröder. Viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Und ja, ich spreche einfach jetzt mal zu euch zu Hause in die Ferne und möchte nochmal den Kollegen hier auf der Bühne vorstellen. Kollege ist eigentlich zu wenig gesagt. Deswegen ganz simpel, John Schröder an der Gitarre bisher. Vielleicht hören wir ihn noch am Klavier. Wir werden sehen. Ich bin Kai Lübke. Vielen Dank an Gerhard Schlössel und die Mannschaft vom, die könnt ihr nicht sehen, vom Panda-Theater. Die sind hinter der Kamera und haben uns hier ganz toll umsorgt und empfangen. Und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und spielen noch ein Schlagzeug-Solo. Okay, dem ist eigentlich dann nichts mehr hinzuzufügen und ich bedanke mich nochmal und möchte mich hiermit verabschieden von unseren angeschlossenen Funkhäusern im Saarland und ich weiß nicht wo. Nach der Eurovision kommt dann Sport. Tschüss. Vielen Dank an Kai Lübke, am Schlagzeug übrigens. Kai Lübke. Vielen Dank an das Duo, John Schröder, Kai Lübke. Und noch ganz kurz eine Ansage für nächsten Mittwoch, 17. Juni. Da ist zum letzten Mal ein Konzert mit Felix Warnschaffe am Saxophon und Christian von der Goltz am Klavier. Aber das ist neu. Es wird mit Live-Publikum mit Publikum stattfinden. Allerdings begrenzt auf 10 Zuhörer und Zuhörerinnen pro Set. Ich glaube, es wird 2 Sets geben. Und ihr könnt, allerdings kann man die Karten nur online kaufen, also nur im Vorverkauf auf der Panda-Webseite, denke ich mal. Und die genauen Uhrzeiten könnt ihr auch auf der Panda-Webseite checken. Wahrscheinlich 20.30 Uhr, schätze ich, das erste Set. Und ja, vielen Dank und bis dann. Tschüss.